Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, auf der Intermod in Köln. Ich bin am Stand eines einheimischen Stadler. Wir kennen es von qualitativ höchstwertigen Bekleidungsprodukten. Neben mir der Hans-Jürgen Stadler. Es ist kein Zufall, Stadler, er ist wirklich der Chef. Hans-Jürgen, ihr habt klarerweise für 2017 neue Produkte. Was ist das? Ja, wir haben einmal unsere Produktlinie mit Evo, mit Sommer-Innenteil und Laminat-Außenteil erneuert, also komplett erneuert, mit dem Fokus, deutlich mehr Komfort zu gewinnen. Und man sagt, okay, es ist ja eine Kombination aus einem Sommer- und einem Laminatprodukt, macht es natürlich vom Tragen her an sich von der Technik ein bisschen mehr und schwerer. Und große Suche war, wie machen wir es komfortabel, dass es einfach im Handling wird, dass man mehr Komfort hat. Ich sage mal, auch den Altersschnitt unserer Kunden ein bisschen berücksichtigt. Wo liegen Problemzonen einfach? Und da haben wir, denke ich, einen großen Schritt gemacht, dass wir einfach deutlich mehr Komfort erreichen. Wie schaffst du das mit mehr Stretch-Einsätzen? Mehr Stretch-Einsätze, vor allem im Hosenbereich, im Bund. Weil ich meine, ich denke, viele Motorradfahrer kennen es. Man geht, man macht Pause, geht zum Essen und anschließend drückt die Hose. Und nein, ich kenne das nicht. Du kennst es nicht, ja. Und deswegen haben die neuen Hosen, wie wir es kennen von ganz früher, von den Motorradkombis, einen sehr breiten Stretchgürtel. Ja. Macht es natürlich super bequem im Sitzen, es drückt nichts mehr, die Hose puffert einfach da einiges ab. Bis zu einer Größe können wir mit Sicherheit über die neue Bundkonstruktion abpuffern. Cool. Jetzt sehe ich hier die grellgelbe Version. Ist nicht jedermanns Sache und können da die Leute auch andere Farben haben? Gut, gelb ist klar, ist nicht jedermanns Sache. Die Sichtbarkeit unbestritten. Selbstverständlich gibt es natürlich im dezenten Grau oder Schwarz und auf Wunsch natürlich dann in vielen Farben möglich als Sonderanfertigung. Das ist euer Vorteil als kleiner Hersteller unter Anführungszeichen, dass ihr auf Kundenwünsche mehr eingehen könnt. Alles ist nicht möglich, aber ihr habt verschiedenste Farbmöglichkeiten, die ihr anbietet. Genau, wir haben alles, was wir an Farben im Programm haben, rot, blau, orange, je nach natürlich Marke, die man selber fährt und bevorzugten Farbmöglichkeiten. Alles ist nicht möglich, ist klar, weil für ein einzelnes Produkt können wir keine Farbe einfärben, aber wir haben ein breites Spektrum auf jeden Fall. Und eben auch von den Größen her ist da für die kleineren und für die untersetzten, für die ziemlich dicken, muss man halt auch sagen, alles dabei. Wo sind wir beim Preis bei dem neuen Produkt? Gut, beim Preis ist natürlich schon auch beachtlich, aber ich sag mal, für die Jacke liegen wir bei fast 1300 Euro, Komplettaufbau. Bei der Hose liegen wir auch bei etwa 700. Dafür hat man, ich sag mal, einen kompletten Sommeranzug mit Laminatüberprodukt, Leder gedoppelt, Sturzbereiche alle gedoppelt. Also das ist ein Produkt, wo ich persönlich sage, das kann man mit Sicherheit in einem Zeitraum von bis zu 10 Jahren fahren, ohne dass man Ärger damit bekommt. Es gibt ja den Spruch, wer billig kauft, kauft doppelt. Wer bei Stadler kauft, kauft sicher einmal und das hält dann sehr lang. Ja, die Resonanz gibt uns ja recht, dass man sagt, okay, man muss nicht überall sparen. Man kann hochwertige Produkte einsetzen, an der Verarbeitungsqualität darf man nicht sparen. Dann funktioniert ein Produkt auch wirklich über Jahre und hat nicht die Last, irgendwann auf der Tour einfach komplett durchnässt zu sein. Das ist ja der Anspruch irgendwo. Man sagt, ich will eine komfortable, bequeme Tour fahren, ohne Ärger mit der Ausrüstung. Ja, ihr habt ja auch eure treuen Kunden, die auf diese Qualität Wert legen und ihr werdet, hoffe ich, durch diesen Anzug auch neue Kunden kriegen. Hans-Jürgen, vielen Dank für das Interview. Ja, vielen Dank auch, dass ihr hier wart. Gerne. Ja.